Das ist Walter Felber. Er ist Österreichs letzter Café- und Gasthauszeichner. Begründet von Toulouse-Lautrec ist diese Art der Malerei für Walter folgendes. Ja, die Wirklichkeit, das Abbilden dessen, was sich gerade abspielt, die Situationszeichnung. Dabei greift er zu Malstiften und Pinsel und zeichnet das, was sich vor seinem Auge offenbart. Der Krebsenkeller in Graz ist bekannt für seine vielen Porträtmalereien seit mehreren Generationen. Auch Walters Werke sind hier zu finden. Er setzt sich hin und fängt einfach an zu zeichnen. Da kann es schon mal passieren, dass die Videojournalistin selbst zum Porträtopfer wird. Aber was ist das Spezielle an der Kaffeehauszeichnerei? Wenn man sich antrainiert, fast schnell zu zeichnen, weil das, was sich da abspielt, in Bewegung ist und weil ich fertig sein muss, weil ich das sonst nicht darstellen kann, dann beginnt man das immer schneller zu können, immer perfekter zu machen. Also man darf nicht zögern, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also ja, nicht abmessen, sondern ohne zu denken, einfach zeichnen. Dann ist ein Bild in nur 5 bis 10 Minuten fertig. So auch bei meinem Porträt. Der Titel: Die Fotografin am Werk. Bei Wunsch käuflich, ansonsten ein Teil seiner riesigen Sammlung. 18.000 Bilder hat er, 4.500 davon ausstellungsfähig. Im Berufsleben Städteplaner ist Walter an 2 Architekturuniversitäten Lektor und ein sehr strenger angeblich. Die angehenden Architekten sollen ja auch gescheit zeichnen können, meint er da. Interessant sind für ihn Menschen mit Charakter und er weiß genau, wo er sie findet. Zum Beispiel bei den Schachspielerinnen und Schachspielern, da kommt sofort ein Typus heraus. Das ist eigenartig. Die können 18 sein und haben schon so definierte Gesichtszüge. Es ist mir nicht ganz erklärlich, warum. Möglicherweise, weil sie gerne denken. Die meisten Modelle wissen gar nicht, dass sie gezeichnet werden. Wer sich dagegen wehrt, bekommt Porträtsperre. Ein Leben lang. Sein heutiges Opfer ist Hannes, der es mit seiner einzigartigen Nase schon gewohnt ist, porträtiert zu werden. Was ist Walter wichtig am Menschen? Was für mich der Mensch ausmacht, ist die Unmittelbarkeit. Ne? Das macht ihn aus. Ich würde nicht versuchen, oberflächlich mit Menschen umzugehen. Das mag ich nicht. Und so macht sich Walter wieder auf, um wahre Menschen zu porträtieren. Der letzte Kaffeehauszeichner seiner Art.